Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Grounded. Ja, ich bin hier gerade im alten Lager von uns, weil ich gucken wollte, ob wir noch genug Material haben, denn ich will mir super schnieke Schuhe machen und dafür brauche ich noch Milbenpelz. Aber ich brauche 10 Stück. Ich liebe diese Sammler. Oh, ja, nach dem Aufstehen bräuchte ich vielleicht auch noch ein bisschen was zu trinken. Und dann sneak ich mich mal so langsam wieder rüber. Vielleicht haben wir ja auch noch ein bisschen Essen im alten Lager. Ey, cool. Ja, können wir später umziehen. Also ich finde ja diese Lampen genial. Die brennen eigentlich jeden Tag und jede Nacht durch. Hallöchen. Ich hatte mich gerade ernsthaft gewundert, warum du so lange brauchst, bis mir auffiel. Warte mal, vielleicht sollte ich mich unmuten. Ja, ich habe mich auch schon gewundert, warum du so lange brauchst. Ich habe mir erstmal den Wams hier vollgehauen. Naja, ist ja nicht tragisch. Also es macht Spaß, wie gut diese Taufänger das Wasser auffangen. Mittlerweile schon 4 Tropfen an jedem in dem alten Lager. Vielleicht kann man ja danach mit diesem Wassersammler da dran gehen und diese 4 Tropfen quasi abziehen. Ich glaube, das geht nur mit Trinkschlauch, glaube ich. Oder so. Also irgendwas hatten wir. Oh, ich habe hier noch Unkrautstängel. Hier sind die also. Genau, bringen wir mit, was wir da hinten nicht mehr brauchen. Ja, viel ist das ja aktuell nicht. Viel Platz. Also Fakt ist, wir brauchen auf jeden Fall Saft. Sonst kriegen Saft. wir diese blöden Kisten nie fertig. Und ohne diese Kisten wird das echt schwer, auf Dauer noch Platz zu haben. Okay, dann würde ich sagen, schwingen wir uns gleich mal zu den nächstgrößten Ästen und Wir suchen. gehen einfach zu dem Baum. Also wenn das kein großer Ast ist, dann weiß ich es nicht. So, das Aber da war. können wir direkt mal diesen Saftsammler da drunter kleben dann. So. Bei dem Beet fehlen jetzt nur noch 5 große Seile. Ja, da brauchst du ja im Prinzip nicht viel. Das hier haben wir ja alles in den Kisten, beziehungsweise um unser Haus drumherum. Ich wollte gerade sagen, in welchen Kisten? Bist du schon? Ja, du bist schon unterwegs. Was frage ich eigentlich? Speedy Ich weiß Gonzales. nicht, was ich machen soll. Musstest du nach dem Schlafengehen dich nicht um dein körperliches Wohlbefinden kümmern? Doch. Ach, guck mal, da liegt sogar ja noch mein Rucksack und meinem Yay. Spinnenangriff. Ich glaube, ich Oh. habe ganz schön viele Plätze noch belegt. Sie sind schon wieder da, oder? Die fliegen, ja. Kann die Was wahrscheinlich. ist Kann ich die nicht aufnehmen? Nee, Inventar voll. das? Weißt du, was mir gerade auffällt? Was denn? Die ganze Zeit versuchen wir dringend Essen zu kriegen, ne? Wir haben zig von diesen Eichenbröckchen. Eichelbrocken-Dinger. Ja, die. Warum essen wir die nicht einfach mal? Also. Wir behalten alles, als würden schlechte Zeiten ankommen. Wir sind nicht in der DDR hier. Ja, irgendwie. Weiß ich nicht. Also wir haben jetzt nicht so die Vorratsräume erfunden, wenn ich mir mal so die Amis angucke, mit ihren Couponkäufen und den ganzen Garagen und Kellergewölben, die sich dann vollstopfen. Das ist absolut krank, das ist bestialisch, ey. Ja, es ist wirklich. Bei denen ist das Ganze bis zum Bersten gefüllt. Was macht ihr hier? Frag mich gerade, kann ich mich hier runtertrauen? Ist hier irgendwo eine Spinne? Ah! Okay. Hey, Wie soll ich denn. Spinnenhöhle ist leer. Ja, kann einen einerseits freuen, aber andererseits kann sie auch gleich wiederkommen. Wie soll ich jetzt an das Ja. Teil von hier unten drankommen? Wie macht man jetzt diesen Saftsammler? Oh nein! Muss Muss ich denn hinbauen? ich einen Stein werfen? Jo, willst du mal effektiv alles One-Hit töten? Nimm einfach mal einen Stapel Blätter und werf mit Wucht auf die. Hm, ich weiß gar nicht, woher du diese Idee haben könntest. Don't know. Oh, ich habe schon wieder eine Fliege. Okay, jetzt wird gesäftet. Hast du noch Inventarplatz frei? Ich mache mir jetzt irgendwas frei. Was brauche ich hier nicht fliegen? Gibt's hier ohne Ende die ganze Felder, das können wir gar nicht mehr aufbrauchen. Nein, ich will keine Pflanzenfaser. Ich sag doch, fliegen gibt's hier.
Wie Sand am Meer. Also wenn du die Wahrheit wissen möchtest, von Fliegen ernähren wir uns aktuell. Ah, kriege ich den? Achso, warte mal. Womit muss ich in den Boden hauen, damit ich den Engerling kriege? Den was? Ist doch ein Engerling, oder nicht? Ein was? Das durch den Boden kriechende Ding? Das sind doch... Eine Made? Aber es sieht doch auch aus wie ein Engerling. Nennt man das nicht? Können wir beim Made bleiben? Okay. Danke. Was für ein... Sonst bin ich oft verwirrt. Was für ein Werkzeug nutzt du dafür, damit du das aus dem Boden... Schaufel. Oh, scheiße, die habe ich gerade... Mit was greift man in den Boden ein? Ja, ich weiß auch nicht, mit dem Finger. Bitte, tu dir keinen Zwang an. Da kann ich aber sowas von mit dem Boden angreifen. Ja. Greifen kannst du den damit definitiv. Bitte keine Spinne, danke. Hier hängt nämlich einiges an Saft. Muss ich den Saftsammler hier hin machen oder wie? Nein, auch nicht. Also der ist nicht für diese Saftklumpen geeignet. Wow, die bringen aber echt ordentlich was, die Klumpen. Okay. Shit! Nein! Wow, das war zu nah. Viel zu nah. Schade, ich wäre jetzt gerne vorbeigekommen, um mir das anzugucken, aber wenn du gerade so eine Reaktion zeigst, heißt das für mich, da ist eine Spinne. True story. Und ich habe keine Lust, das ganze Inventar zu holen, weil meins ist nämlich voll. Das möchte ich erstmal ablegen. Und keine Junior-Spinne. Ebenfalls true story. Ja, okay, ich bringe... Ah, hier ist nochmal was. So dran? Ich bin ja manchmal echt fasziniert. Was nice ist das denn neben unserem Haus? Der Ast, den kann man nehmen, um Saft zu sammeln. Cool. Oh, ich liebe ja diese Rüsselkäfer. Wir brauchen leider ein Fleisch. Wir brauchen ein Fleisch. Warte mal, was habe ich auf Hand? Ich habe rohes Läusefleisch. Nein, wir brauchen ein Rüsselkäferfleisch, meine ich. Nein. Warum? Ich sag nie wieder was. Doch gar nicht gesagt. Wir brauchen es einfach als Fakt. Ich habe doch gar nicht gesagt, dass wir da irgendwas mitmachen sollen. Warum? Ich habe doch keinen Teufel. Wir brauchen eins, ob du das sagst oder nicht. Ich habe aber keinen Teufel heraufbeschworen. Ach, sobald ich einen finde, hole ich mir einen. Ich will endlich mein Schild haben. Ich habe jetzt auch wieder Platz. Kisten sind fertig! Gut, dann tue ich hier alles rein, was eventuell irgendwie halbwegs pflanzlich ist. Sind Blattläuse pflanzlich? Vom Wort her ja. Verdammt, jetzt fehlt mir eine Milbe für diese blöden Schuhe, weil ich die gerade rausgeschmissen habe. Oh. Ich habe noch eine. Okay. Tue ich dir gleich in tierisch rein. Warte. Ton. Ton ist eigentlich auch pflanzlich. Naja, eigentlich nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht tierisch. Gut, wenn du... Ach, können wir eigentlich gleichzeitig dran? Weiß ich nicht. Ich bin jetzt an der ganz linken. Ich bin an der zweiten. Was habe ich denn... So, wir haben... Endlich mal Inventarplatz. Eichelschalen haben wir drüben auch noch. Wir haben aber drüben auch ganz viel vergammeltes Fleisch drin gehabt. Das habe ich aber absichtlich noch drin gelassen, weil ich dachte, vielleicht brauchen wir es irgendwann zum Beispiel für die Pilzbeete und so. Mhm. Warte mal. Der Goldfischmoment schlägt gerade. Hast du nicht gerade gesagt, du hast noch eine Milbe und hast sie mir reingepackt? Ja, die rote ist doch in der Tierkiste. Warte mal, wo war die Tierkiste? Alter, du hast es selber bestimmt. Du hast gesagt, vor dem Fenster komm, pflanz dich rein. Und links daneben tierisch. Aber hier ist keine Natürlich! Milbenpelz! Nein, ich brauche eine Laus! Dann sag Laus und nicht Milbe. Davor habe ich Milbe gesagt. Milbenlaus. Weißt du, was für mich lustig ist? Die letzte Laus habe ich gerade gegrillt. Okay, ich hole mir eine.
Ich stehe doch hier am Stein meistens schon. Hier hüpft doch immer irgendwas rum. Eigentlich oh, hier ist. So, ich mach's jetzt, ich hab hier ein Rüsselding. Es tut mir leid, es tut mir leid. Okay. Rüsselkäferrüssel. Hast du jetzt erst entdeckt? Anscheinend. Ich habe ihn schon öfters gesehen, aber noch nie geschlagen. Verständlich. Du bist ein Barbar. Wozu brauchten wir den jetzt? Nur aus Spaß. Ernsthaft? Nein, da kann man viel daraus machen. Ey, wir haben den beide noch nicht ah ja, stimmt ja, wir haben den auch noch nicht platt gemacht. Das heißt, dann müssen wir zwei machen, ne? Ich habe den schon ganz oft platt gemacht. Aber wegen Analysieren haben wir den noch nicht. Ich hab den schon. Echt? Wieso haben wir unterschiedliche Analysepunkte? Oder hab ich den nicht? Nee. Ach, whatever. Ich geh mal eben den. Gehst du analysieren? Ja. Wolltest du gerade sagen, oder? Mhm. Alles klar. Dann mach ich mal. Scheiße, sind wir jetzt schon so, dass wir unsere Sätze beenden, oder was? Ach, schade, ich dachte, du sagst jetzt Scheiße, sind wir so, dass wir unsere und hätte ich dann können Sätze beenden, aber. Schade. Okay, genug, der ist Blödsinns. Also, was ich gleich bauen wollte, ist ein Rüsselkäferschild. Genau. So, wollen wir doch mal schauen, was der uns jetzt herauswirft. Eine Gasmaske. Kann man eine Gasmaske bauen. Ja, ja! Die Wanzen! Gasschutz. Scheiße, ist das geil. Ja, die sieht echt cool aus. Das gebe ich zu. Verteidigung so viel. Der hat mehr Verteidigung. Ah, okay. Egal, dann würde ich die Gasmaske haben. Da müssen wir aber jeweils einen Rüsselkäfer noch platt machen. Baumwanzenbrocken brauchen wir erstmal. Ganz vergessen. Baumwanzenbrocken? Noch nie gesehen. Mhm. Nee, Baumwanzen sind die mit dem Gift. Ach so. Und ich schätze mal, wenn man die platt macht, kriegst du einen Baumwanzenbrocken. Also ich brauche mal rohes Rüsselkäferfleisch. Yay, wenn ich noch eins sehe, mache ich ihn platt. So, du hast es doch noch, oder nicht? Hab ich? Ich dachte, war das am Anfang nicht so, dass das flöten gegangen ist beim... Ey, ich hab's. Offenkundig nicht. Aber ganz am Anfang hat man doch das, was man analysiert hat, verloren. Dachte ich zumindest. Ich einfach mehr zurückbekommen. Ah, ich brauche Wasser. Achso, ich muss dran denken, dass ich mir noch eine Laus... Nee, wie heißt das doch? Eine Laus hole. Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen, sei? Nee, über den Fuß. Haben wir noch Ameisen? Wir haben nämlich hier nur Ameisenbrocken. Ich bin jetzt nicht mehr im alten Camp, aber ich glaube, wir hatten nichts Ameisentechnisches da. Weil da muss ich gleich mal ganz kurz unsere roten Nachbarn triggern, fragen, ob sie mir was leihen können. Ist mir alles egal, solange du sie nicht zu unserem Haus führst. Ach, selbst wenn. Stell mir vor, wir würden einmal die Tür auflassen, dann wäre alles ausgeraubt. Yep. Also, sind zu viele. Das sind die schlechtesten Nachbarn der Welt. Die sind viel zu viele Ameisen. Ja, du hast ja die eine, die schon immer gewartet hat, als wir das Haus gebaut haben, die hast ja schon platt gemacht. Hier ist noch ein Rüsselkäfer. Ach, wir brauchen den, ne? Okay. Au, au. Hab ich. Okay. Ich habe drei Ameisen ausgeschaltet. Und da kommt die vierte. Hier liegt noch ein Ameisenkopf. Ja, Moment. Gerade zu tun. Oh, da ist meine Laus. Laus, Laus, Laus. Renn nicht weg. Ameisenkopf. Auf dem Weg. Perfekt, den brauchte ich noch. Oh, da hätte ich sie gar nicht alle töten müssen. Oh Mann, oh, Laus. Ameisenmandibeln habe ich trotzdem noch nicht. Alter. Mein Inventar ist voll. Scheiße. Alter. Ja, ich kann sie aufnehmen. Can't waste food. Can't waste food. Can't waste food. Vor mir. Kann diese Ameise bitte mal eben da runterkommen, weil sonst muss ich hochgehen. Kommt runter. Bist du immer noch drauf auf mich? Ach da. Nächster. Zwei Schläge. Ah ne, drei Schläge brauchst du. Wow, was kommt denn jetzt? Alter, bei mir war vorher die Kampfmusik noch gar nicht da und auf einmal geht die los. Und die haut ab, okay. Soll sie halt ruhig die anderen holen. Nein. Nicht? Weißt du noch, was du gesagt hast über unsere Kisten? Ey, die machen einfach gar keinen Schaden mehr, ne? Ich habe jetzt 8 Ameisen oder so schon erledigt und ich habe mal gerade so einen halben Zentimeter weg. Okay.
Oh, warte mal, ich habe eine neue Mutation bekommen. Die Ameise ist bekannte Bedrohung für dich und du bist letzte Organ, kennst Tod und Zerstörung, sind alles, was Ameisen nehmen. Ich schätze mal, ich mache da mehr Schaden oder so. Also im Endeffekt kann man am Anfang ja erstmal alles aktivieren. Ja, klar. Bis man die 3 Punkte voll hat und dann muss man. Oh, wie cool. Exakt. Auch wenn du verdroschen wirst, bleibst du weiter aufrecht stehen. Nice. Das klingt doch zumindest schon mal ansehnlich. Ja, das liegt bestimmt daran, weil ich andauernd von dir verkloppt werde und deswegen habe ich das Ding schon voll. Siehst du, es bringt doch was. Yay! Hä, hey, was ist denn das? Also bist du pro häusliche Gewalt, okay. Mhm. Zumindest in Spielen was. Ja, total. Ja, du brauchst dich jetzt gar nicht rausreden. Du bist für häusliche Gewalt. Das darf ruhig jeder wissen. Du hast Sims gespielt und die Leiter entfernt beim Pool. Wetten? Wie wär's mit Feuer angemacht und die Tür gelöscht oder Zum Beispiel. Duschen geschickt und die Dusche weggenommen? Und genau das meine ich. Du hast hier kein Mitspracherecht bei solch häuslicher Gewalt. Das sagt aber auch nichts, rein gar nichts über meinen Charakter aus. Nee, weil die waren ja alle tot danach. Trotzdem. So. Ich pack mal die Rü hä, die Rüssel hier rein. Wo ist denn das Fleisch? Da. Brauchst du Kriege ich das? denn keine Ameisen-Mandibeln mehr? Muss das gekocht werden oder wozu brauchst du das Rüsselkäferfleisch? Das brauchen wir einmal für die Gas. Nein, für meine Ausrüstung brauche ich das. Aber nur. Willst du dir nicht eigentlich mal eine andere Rüstung bauen als dieses komische Zeug da? Ja, will ich ja, aber andauernd kriege ich hier andere Ideen in den Kopf. Also ich habe hier das Rüsselkäferfleisch und ich habe den Schnabel, wollte ich gerade schon. Musst du einfach hier rein, ich nehme es mir passend raus. Ist aber. Tu dir auch mal deine Laus hier rein, wenn ich sie wieder finde. Mein Rucksack da. Boom. So, dann könnte ich ja auch die Netzfäden hier mal reinpacken. Genau. So, jetzt kann ich mir nämlich meine Ausrüstung bauen und das solltest du wirklich auch mal tun. Ja, ich mache mir Du jetzt musst dir erstmal meine Schuhe. gute Rüstung bauen. Läuselatschen, endlich. Nice. Nice. Guck mal, wie ich jetzt aussehe. Ich habe mir den schweren Schutz geholt, die Schuhe mit schnellerem Laufen und jetzt habe ich mir die Madenbrille geholt. Damit Okay. habe ich Ausdauerbonus. Jetzt bist du aber nicht mehr mein Groot. Mann. Dafür kann ich dir die Schutzmaske geben, wenn du willst. Bin ich dann Groot? Yep. Yes. Ich tue sie in die Kiste hier vorne. Ich muss gerade erstmal gucken, wo jetzt die Schuhe hingekommen sind. Ich habe doch ausrüsten gesagt. Hat er die nicht gebaut? Habe ich Warte, abgebrochen? ich tue dir hier die Eichelmaske rein. So, jetzt hast du sie. Sag die Groot-Maske. Eichelmaske hört sich ein bisschen komisch an. Herstell Setz was? sie auf, dann hast du einen Schwanz. Was? Habe ich ein Schwanzgesicht? Aha. Warte, welche Kiste? Wenn du den Milbenhut trägst, ne? Hier steht, bietet Sonnenschutz, sieht modisch aus und erhöht die Ausdauereffizienz. Also ich schätze mal, du verbrauchst weniger. Ach, da unten ist die. Läuselatschen sind aber eigentlich cool, weil das bringt halt Schnelligkeit. Ja, ich hab die ja auch irgendwie gerade machen Wobei, wollen. weißt du was, scheiß doch eigentlich auf Schnelligkeit, ne? Im Prinzip könnten wir da auf Maximum Protection gehen, damit wir einfach nicht so viel auf die Fresse kriegen, wenn wir uns gegen Spinnen und so Ja, aber durchprügeln. das sind ja aktuell die einzigen Schuhe, die wir machen können. Nein, wir können Eichelbeinpanzer machen. Beinpanzer und Schuhe sind dasselbe in diesem Spiel. Wow, apropos in diesem Spiel. Ich würde sagen, das sind Punkte für die nächste Folge. Oh, so viel noch zu erledigen und ich würde sagen, wenn ihr nichts verpassen wollt, bleibt dran und schaut in der nächsten Folge wieder mit rein. Bis dahin, ciao mit V.